Ja, bin jetzt hier im Flughafen und muss jetzt auch irgendwie gucken, wie es dann jetzt hier irgendwo lang geht. Weil ich suche ja natürlich, dass hier irgendwo irgendwie Casablanca angeschlagen ist. Soll ja nach Casablanca erstmal gehen und von Casablanca aus nach Kenefra. Oder Kenefra. Ja. Mein Flug ist jetzt irgendwie noch nicht angeschlagen hier. Hier oben auf der Anzeigetafel. Das ist jetzt halt leider mein Flug noch nicht, aber ich möchte jetzt auch irgendwo mal irgendwie Zigaretten irgendwas organisieren. Weil ich habe auch keine Zigaretten mehr und nichts mehr zu rauchen. Und da möchte ich ja jetzt schon irgendwie gucken, dass ich hier irgendwo mal an Zigaretten komme. Bevor ich mir dann da in Marokko und Casablanca dann auch irgendwelche kaufen kann. Und eine Tasse Kaffee vorher wäre auch noch nicht schlecht. Guten Tag, haben Sie vielleicht ein paar Mal Cigarillos Rot in Lang? Ja, die meine ich. Ja, Marokko 1. Tun Sie mir ruhig noch eine. Okay. 44. Ja, 2 ist. Ja. Danke. So Eigenbedarf, so ein, zwei Packungen jetzt woanders einfliegen darf man die, ne? Kannst du mitnehmen, natürlich. Ja, gut. Ja, das ist kein Problem. Nee, weil in dem Land kriege ich hier auch nochmal billiger, ne? Aber ja. Ich brauche jetzt auch erstmal, bis ich da bin, ne? Ich habe jetzt keine mehr und dann okay. Ist schon ganz gut, dass ich da bin. Und eine Frage, in den Restaurants sind die Kaffees ja immer sehr teuer. Gibt es ja irgendwie so Becher-Kaffee, die billiger sind irgendwo? Ich würde McDonald's runtergehen, der ist nicht weit. Ach, da sind die Preise wie in ganz Deutschland, das ist so ein Euro rum, ne, oder? Ja. Einfach die hier, wenn Sie hier geradeaus gehen, ja? Vom Fenster, ist so eine lange Rolltreppe, die geht über 2 Etagen. Ja? Wenn Sie die runterfahren, sind Sie da. Ja, gut. Das ist eine Minute von hier. Ja, danke. Und der hat normale Preise. Mach mal. Danke. Okay. Tschüss. So, jetzt habe ich erstmal meine Zigaretten gekauft und ja, jetzt kann es eigentlich losgehen. Jetzt, wo ich Zigaretten habe, einen Kaffee könnte ich noch gebrauchen. Die Dame in dem Kiosk hat mir gesagt, dass hier ein McDonald's ist, wo ich jetzt auch noch billig noch schnell eine Tasse Kaffee haben kann, weil ich werde ja einen Teufel tun, im Flughafen 4-5 Euro für eine Tasse Kaffee zu bezahlen. Ich gehe jetzt mal nach McDonald's, da müssen die Preise in ganz Deutschland ja gleich sein und gehe mir dann auch schnell einen Kaffee trinken, bevor es dann auch gleich wieder losgeht. Vielleicht sehen wir uns in McDonald's dann nochmal wieder. Kann ja natürlich sein. Also bis gleich.